bin 62 Jahre alt, bin IT-Berater. Meine Krankheit, dieses offene Glaukom, Weitwinkelglaukom, habe ich seit 2015 und dann aber im Jahre 2019. Bis dahin war eigentlich, hat man es so gefühlt, unter Kontrolle gehabt. Und dann im Jahre 2019 beginnt, wo ich eben ja, mehrere Stresssituationen hatte, ging ich dann nochmal nach einem Jahr zur Nachuntersuchung und dann hat man eben gesehen, dass es weiter fortgeschritten ist auf dem rechten Auge, das Glaukom. Und ja, und dann habe ich Initiative ergriffen, habe recherchiert im Internet. Und dann habe ich Ihre Seite gefunden und ja, und bin jetzt hier in der Behandlung, kurz vorm Abschluss, ja. Also ich war sehr zufrieden mit der Betreuung von dem Team. Hat hundertprozentig alles geklappt. Sehr freundliche Leute. Bin zufrieden. Ne, also Nebenwirkungen hatte ich keine. War alles super gut. Ja, ich hatte schon am fünften Tag gedacht, Mann, irgendwas ist da. Aber das ging dann so hin und her und ich habe mich dann gefragt, ob das Gehirn nach so einer Behandlung sich erstmal daran gewöhnen muss oder umschalten muss. Ne? Also Plastizität, neue Hirnarenale oder so. Also ich habe das Gefühl, weil ich hatte dann auch so einen Fingertest gemacht, so, also ist jetzt rechte Auge, genau. Wenn er so rausläuft aus dem Blickwinkel, dass sich das verbessert hat. Und das eigentlich schon so nach dem sechsten Tag habe ich dann da das Gefühl gehabt. Ich bin auch der Meinung jetzt, ohne dass Sie mir jetzt die Ergebnisse gesagt haben, von der Kugel her, vom Gesichtsfeld-Messszenario, dass ich da mehr Punkte auf dem rechten Auge, wo ich vorher nichts gesehen habe, doch mehr Lichtreflexe gesehen habe. Das ist jetzt mein Gefühl. Wir haben dann bei dem Augentest haben wir festgestellt, dass ich auf dem rechten Auge auf der Entfernung also schärfer gesehen habe. Also da war dann mehr zu lesen. Das ist der Visual Field Index, die Größe der Sehleistung. Ah, okay. Wie gut ist das Gesichtsfeld? Sie haben 89%. Nur auf dem Auge oder auf dem insgesamt? Auge. Okay. Auf dem Auge. Auf dem Auge. Also das gesamte Gesichtsfeld von diesem Auge. Und so sieht es jetzt aus. Wow. Cool. Also doch das Gefühl, was ich hatte, sieht gut aus. Ja. So, und jetzt kommt hier noch die Zeit, wo sich das hier noch alles wahrscheinlich synchronisieren muss und vielleicht wird es dann hier noch besser. Freut mich, ja. Das freut mich. Cool. Okay, jetzt haben wir jetzt das linke Auge. Ja. Das ist ja von Hause aus schon besser gewesen, mit 94%. Das kann man kaum glauben. Das ist Wahnsinn. Das ist ja riesig hier, vergrößert jetzt. Und da unten, okay, 96%. Da kann man sagen, super. Das ist wahrscheinlich erst dann, wenn ich rausgehe. Ich kann hier jetzt nicht anfangen, dass mir hier mit meinen Tränen da rausfließen oder so. Genau. Das steht immer bereit. Nee, ich freue mich absolut und das... ja, da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich muss jetzt nur dranbleiben, muss weitermachen und wenn Sie mir jetzt noch sagen, wie ich das maintainen kann, wie ich, zumindest, es liegt ja dann an mir, ja, und dann ja, bin ich glücklich und froh. Ja. Und ich bleibe jetzt halt da in der Untersuchung weiterhin. Wenn ich dann feststelle, da soll sich was verändern, dann würde ich halt wieder kontaktieren hier und würde vielleicht einen Folgetermin machen. Das sehe ich dann, nachdem ich halt eine Untersuchung wieder gemacht habe. Genau.